Hallo alle zusammen. Wir haben gerade die Halloween-Zeit hinter uns gebracht und ich weiß, viele haben darüber schon Videos gemacht. Es gibt auf YouTube einen Haufen Videos von Christen, die darüber reden, ob wir Halloween feiern dürfen als Christ oder nicht. Viele gehen sehr tief und bringen Aufklärung von der Wurzel von dem Ganzen und so weiter. Und ich möchte auch hier noch ein paar Worte sagen, ja, weil jedes Jahr kommt das aufs Neue. Und ich glaube, ich habe eine ganz andere Herangehensweise, wenn es um dieses Thema geht. Mir ist es eigentlich nicht so wichtig, da tief zu buddeln und irgendwie die Wurzel herauszubekommen und was alles, wie okkultisch das alles ist und so weiter, sondern ich will einfach dir zeigen, was für Auswirkungen sozusagen solche Sachen haben können. Zum Beispiel auch wie Horrorfilme und dieses ganze gruselige Zeug, Erschrecken und so weiter. Ich habe in meinem Leben einen heftigen Nervenzusammenbruch erlebt, ja. Und damit kamen sofort Angstzustände und Panikattacken dazu. Und ich habe tatsächlich erlebt, wie es ist, unterm Einfluss der Angst zu leben. Es ist schrecklich. Es ist etwas, was du nicht kontrollieren kannst, wenn du erstmal Panikattacken hast. Jeder, der das mal durchgemacht hat, weiß, wie das ist. Es ist quasi wie eine Macht, die über dich kommt und die dich einfach einnimmt und die, gegen die du nichts tun kannst. Ja, wir Christen können was dagegen tun. Wir wissen auch, dass es ein Geist der Angst ist und wir können ihn gebieten, im Namen Jesus zu gehen. So, aber wenn du das nicht weißt, dann bist du dem ausgeliefert, ja? Und ich will sagen, dass wir nicht sofort durch Erschrecken oder durch irgendwie, wenn jemand mal jemand verschrickt, sogleich einen Geist der Angst bekommen oder in Panik geraten und in eine krankhafte Panik. Das muss nicht sein. Aber wenn gewisse Dinge gewisse Auswirkungen haben, dann überlege ich mir zweimal, ob ich das oder jenes tue, ja, und vor allem, wenn wir von diesem Spektrum reden, so Halloween, Horrorfilme und so weiter, ja, dann muss man sich einfach überlegen, was kommt dabei heraus, wenn ich das tue. Und da geht es weniger darum, ob du jetzt überlegst, ist das Sünde, darf ich das nicht, sondern die Bibel sagt uns zum Beispiel in 1. Korinther Kapitel 6, Vers 12, da sagt Paulus, alles ist mir erlaubt, aber es ist nicht alles nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber es soll mich nichts gefangen nehmen. Ja, es soll mich nichts gefangen nehmen. Eigentlich ein gutes Wort hier. Ich weiß nicht, wenn du schon mal einen Horrorfilm geschaut hast, da weißt du, wie befangen du warst in gewissen Momenten. Ich will einfach sagen, dass du darfst alles. Wenn du willst, darfst du alles. Du darfst alles machen, was du willst. Wenn du musst sozusagen mit den Konsequenzen dann halt danach leben. Wenn du dich erschrecken und gruseln lassen willst und keine Ahnung was, dann brauchst du aber dich nicht wundern, dass eines Nachts irgendwie der Teufel anfängt, dich auch nachts zu besuchen. Ja, und das ist eben mir passiert. Deswegen sage ich es dir, dass es hat eben diese Konsequenzen. Ich mag es nicht, dass wir Christen immer versuchen, irgendwie die Sünde darin zu sehen oder irgendwie gucken, beleidigen wir Gott damit, wenn wir jetzt auf so ein Event gehen. Es ist eher die Frage, was passiert da, wenn ich das mache? Ja, ist das gut für mich? Bringt das mir irgendwas? Oder schädigt es mich? Deswegen setze ich mich auch als Christ hier mit den ganzen Botschaften, die ich hier mache, oft wenn ich über das Leben rede, über Erfolg im Leben, ich setze mich dafür stark ein, weil ich sehe, dass Gott will, dass wir Menschen ein erfolgreiches Leben führen hier. Erfolg ist natürlich nicht nur Geld, Erfolg ist Gesundheit, Erfolg ist ein klarer Verstand, Erfolg ist, dass es in der Beziehung funktioniert, dass es in der Familie funktioniert, dass Frieden herrscht im Haus und so weiter. Das ist ja, Erfolg ist ein größerer Begriff, ja, aber da ist vieles drin. Und aus diesem Blickwinkel betrachte ich alles. Bringt es mir zum Leben, dient es mir zum Leben oder nicht? Hilft es mir in meinem Leben? Bekomme ich Ruhe? Bekomme ich Frieden? Ist irgendwie was Gutes dabei oder ist es nur ein Schaden? Und ich sage dir eins, es ist ein Schaden. Wenn du ein bisschen so forschst und schaust, gerade so Regisseure, die Horrorfilme machen und das willst du gar nicht wissen, was die alles erleben und was die alles für Trips fahren, bis sie erst so einen Film rausbringen, ja? Da haben sie sich schon auf alles Mögliche eingelassen und haben alles Mögliche an Drogenrausch gehabt und haben, keine Ahnung, irgendwelche selber eigene Horrorsachen erlebt, die sie dann rüberbringen wollen in den Filmen. Du siehst einfach, es ist nicht unbedingt eben diese Frage, darf ich oder darf ich nicht? Ich würde eher sagen, warum willst du das? Ich würde sogar sagen, wenn du das willst, dann frage ich mich, was mit dir als Christ sozusagen nicht stimmt. Wenn du bei solchen Sachen mitmachen willst, wenn du dabei bist, wenn es dir vor allem Spaß macht, frage ich mich auch, ist der Geist Gottes in dir? Weil der Geist Gottes, der fühlt sich auch nicht hinzugezogen sozusagen zur der anderen Seite der Macht, wenn du willst, ja? Hier haben wir Gott.
und die Liebe und Hoffnung und Gnade und Erlösung und diese ganzen sozusagen guten, heiligen Sachen und so weiter. Und auf der anderen Seite haben wir Schrecken, Horror, Blut, den Teufel, seine Dämonen und so weiter. So, das ist doch kein, ich verstehe einfach nicht, wie kann ein Christ fragen, ob er das darf? Ja, ich habe mal gesagt, also ich weiß nicht, wenn man sich zum Beispiel auch das Fest Halloween einfach anschaut, es ist ein Kürbis mit einer Fratze drin. Wenn man da drauf schaut und das sieht und sich da noch fragt, ob man da mitmachen darf oder nicht, dann sollte man einfach machen, was man will, weil die Person sowieso, es ist eh egal, ja? Verstehst du, was ich meine? So, das bringt nichts. Das Christentum ist keine Verbotsreligion. Ich weiß, viele stellen das so dar. Tu das nicht, darf das nicht, jenes nicht und so weiter. Paulus hat selber mal gesagt, dass wir nicht mehr so leben. Wir leben nicht unter dem Gesetz, wo es heißt, fass nicht an, taste nicht an, tu das nicht, tu jenes nicht. So, das ist nicht so, dass wir Verbote haben und dass wir uns halten müssen daran, dass wir das nicht dürfen und jenes nicht dürfen. Es geht vielmehr darum, dass wir einfach jetzt schauen, was hilft mir und was hilft mir nicht, was schadet mir nicht. Deswegen mag ich einfach diese Frage nicht so, weil auf diese Frage will man ein Ja oder ein Nein. Nein, schau es dir an. Ja? Versuche es zu vereinbaren mit deinem Gewissen. Geht das? Geht das? Findest du darin irgendwas, was dann dich bereichern wird in deinem Leben? Oder wird es Schaden bringen? Es wird Schaden bringen, so viel ist schon mal sicher. Ich denke, dass selbst der Ungläubige eigentlich gut urteilen kann über diese ganzen Sachen, ja. Gerade wenn es um so, da kommt dann die Fastnacht und sowas, das haben wir hier in Baden-Württemberg sehr vertreten, so, wo dann die ganzen Vereine unterwegs sind mit ihren Hexengruppen und Masken und so weiter. Und immer wieder, boah, wenn ich das sehe, ja, ich wohne an einer Hauptstraße, wo die Umzüge vorbeilaufen und erst letztes Jahr habe ich gesehen, wie so eine Mutter mit ihrem Kind, mit einem kleinen Kind da stand am Straßenrand und da sind die Hexen da rumgesprungen und haben ihren Blödsinn getrieben, so wie sie es sonst immer machen und sie erschrecken ja auch immer die Kinder und überhaupt, was das mit Kindern macht, ja, das wird unterschätzt einfach, ja, es geht einfach darum, was macht das, es geht auf die Psyche, das macht einen Menschen fertig, gewisse, egal, da braucht man nicht viel erklären, aber was dann passiert, das ist nicht, dass das schon reichen würde, da ist dann eine Hexe hingegangen und gesprungen auf die Leute und sie umgeschmissen und so und hat eben irgendwie diese Mutter mit dem Kind nicht gesehen. Da ist sozusagen eine Hexe auf die Mutter mit dem Kind gesprungen und sie sind so richtig hingefetzt und das Kind ist da auf den Bordstein draufgeknallt. Es war einfach schrecklich sozusagen, ja. Es sind Sachen, wo ich sagen muss, wenn der Mensch diese Feste auch, genauso wie Halloween, das hat ja viel auch mit den Partys zu tun, gerade wenn es so Jugendliche machen, es hat auch mit Alkohol zu tun, mit Trinken, mit Saufen und so weiter, da wird einfach sich ausgelassen, ja, es geht ja schon gar nicht mehr um den okkulten Hintergrund großartig, ja, deswegen will ich auch den gar nicht ansprechen, weil es, natürlich heute geht es vielleicht gar nicht mehr um diese okkulten Sachen, die auch wichtig sind, dass es diesen Hintergrund hat, aber es geht viel mehr darum, was passiert heute, was wird heute gemacht damit, wie kannst du es heute beurteilen? Es ist etwas, was die Welt macht und wo wir Christen nicht mitmachen. Warum nicht? Weil wir ja nicht der Welt angehören, weil wir ja herausgerissen worden sind aus diesem Machtbereich der Finsternis, so wie die Bibel sagt, und versetzt worden sind in die himmlischen Orte. Wir leben ein Leben in Christus. Halleluja. Und dieses Leben ist das bessere Leben. Ein Leben in Freiheit. Weil ich das nicht tue. Ja, deswegen lebe ich in der Freiheit. Weil ich das nicht will. Weil ich das nicht mitmachen muss. Ich muss das nicht tun. Ich muss nicht diese ganzen Feste feiern. Ich muss nicht die ganzen Sachen mitmachen, wo die Welt hat. Ich bin frei. Verstehst du, was ich meine? Viele wollen frei sein, indem sie einfach mitmachen dürfen oder wollen. Ja? Aber daran ist nicht die Freiheit. Das ist genau die Knechtschaft. Die Knechtschaft ist genau diese andere Richtung. Das Dunkle, das Böse, den Zwang, da mitmachen zu müssen, damit ja alle zufrieden mit dir sind. Ich bin frei. Wenn du keine Menschenfurcht hast, bist du frei. Du musst da nicht mitmachen. Sei lieber mutig im Glauben, stehe zu Gottes Wort, stehe zu den christlichen Werten, zu den Prinzipien und vor allem stehe ein für das Leben. Viele Menschen wissen gar nicht auf längere Zeit, was für Konsequenzen dabei herauskommen, welche Konsequenzen sie tragen müssen. Wie ich schon gesagt habe, Angstzustände und so weiter, was alles davon kommt. Viele leiden heutzutage darunter. Panikattacken, das kommt irgendwo her, das kommt nicht von nirgendwo, das kommt irgendwo her.
Irgendwo kommt das her. Und das kann natürlich nur dort herkommen, wo der Teufel ist. Und der Teufel ist genau in diesen ganzen Sachen drin. Ja. Früher, wo ich noch in der Welt war, da habe ich ziemlich viel mit Drogen zu tun gehabt. Und wir haben mal in eine Zeit gehabt, also ich rede jetzt nicht mehr von meinen Freunden, und haben LSD genommen. Auf jeden Fall kann man auf diesen Sachen so richtige Horrortrips haben. Das ist bei mir auf jeden Fall immer passiert, wenn ich das genommen habe. Einmal hatte ich so eine Erfahrung, so ein Erlebnis. Es war alles sehr spooky und gruselig. Und irgendwann mal so nach 3 Stunden Wirkung bin ich ins Bad gegangen und habe dann im Spiegel geschaut. Und das war eine Erfahrung fürs Leben. Ich sah den Teufel im Spiegel. In mir sah ich ihn. Ich sah ihn einfach. Ich denke, viele Menschen machen solche Erfahrungen, ja? Und was will ich damit sagen? Je mehr du mit diesen Sachen zu tun hast, wirst du sehen, da sind die Dämonen sozusagen, da ist der Teufel drin, da steckt der Teufel drin in diesen ganzen Sachen. Sobald es Horror wird, sobald es gruselig wird, ja, ist er dabei. Ich meine, tut mir leid, Leute, aber es ist schon lächerlich, dass man überhaupt zu dieser Frage eine Antwort bringen muss. Es kann doch nicht wahr sein, oder? Wenn du auch meiner Meinung bist und denkst, das ist lächerlich, darüber zu reden, dann schreib es bitte in die Kommentare, damit ich nicht so alleine hier dastehe. Sag einfach, es ist lächerlich. Es ist lächerlich. Wir Christen sollten schon besser wissen. Deswegen, runden wir das Ganze zusammen ab. Alles ist mir erlaubt, aber es ist nicht alles nützlich. Es ist nicht alles nützlich. Und genau so ist es. Wir leben nicht unter dem Verbot, mach was du willst, jeder soll machen, was er will. Aber die Konsequenz kommt dann. Das muss man einfach wissen und das sollte einem bewusst sein, ja. Wenn du kein schreckhaftes, ängstliches Kind haben willst, dann zeig dem Kind keine gruseligen Filme. Ist doch einfach logischer Menschenverstand. Aber natürlich, nein, wir können uns auch voll einsetzen für bestimmte Filme und sagen, ah, das ist doch gar kein Problem für uns Christen und so weiter, der Teufel kann uns nichts tun und so. Okay, kannst auch in diese Richtung gehen und dann dich später einfach abquälen dein Leben lang mit irgendwelchen Zuständen. Verstehst du mich? Ich glaube, ich habe meinen Punkt hier sicher deutlich gemacht und auch ein paar Worte dazu gesagt, was ich unbedingt machen wollte. Ich freue mich, dass du dabei warst. Wenn dir das Video geholfen hat und es dir gefallen hat und du vielleicht sogar dieser Meinung bist, dann lass ein Like da und natürlich, wenn du zum ersten Mal da bist oder vielleicht schon immer wieder hier ein Video schaust und noch nicht abonniert hast, dann abonniere unbedingt diesen Kanal, ja? Wir wollen Gottes Wort verbreiten, die Wahrheit Gottes verbreiten und Menschen helfen, Menschen ermutigen, Menschen erbauen, gerade in dieser Zeit, wo wir gerade leben, die Endzeit, wo man viel Schrecken sieht und so weiter, brauchen wir Gottes Wort, wo ein Licht ist auf unserem Weg, ein Leuchte. Wir sind die Hoffnungsträger. Halleluja, die Welt hat die Hoffnung nicht. Wir haben die Hoffnung, wir sind das Licht der Welt, wir sind Salz der Erde, so wie Jesus gesagt hat. Und ein Licht stellt man auf den Berg, auf den Tisch sozusagen, oben hin. Und wir sollen leuchten. Und deswegen, ich freue mich, wenn du mir dabei hilfst, diesen Kanal zum Wachsen zu bringen, indem du hier dabei bist, die Glocke aktivierst und das Video teilst. Bis zum nächsten Mal. Wenn dieser Dienst eine Ermutigung für dich ist, und du dich hier finanziell mit einbringen willst und einfach diesen Dienst als einen guten Boden siehst, dann will ich, dass du dieses Buch hier bekommst. Ich möchte einfach auch mit diesem Buch Danke sagen und vor allem einfach dich im Glauben unterstützen, dass du festhältst an die Verheißung, die kommt, wenn du ins Reich Gottes gibst, wenn du eine Arbeit wie diese unterstützt.